Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, was es bedeutet, wenn man eine Schulterschräge bzw. für die Schulterschräge beidseitig abkettet. Das kommt ja oft in Anleitung vor, wenn man zum Beispiel Pullover stricken will. Ich stricke gerade einen Pullunder oder bei sonstigen Oberteilen. Dann steht in der Anleitung, nehme für die Schulterschräge zum Beispiel in jeder vierten Reihe 4x5 Maschen ab. Und ich zeige euch jetzt einfach, wie ihr dabei vorgeht. Ich habe jetzt hier genau ein Pullunder-Teil. In dem Fall ist es das Rückenteil. Ist einfach normal gerade hochgestreckt zum Rechteck. Und nur ist gerade meine Skizze, die ich gemacht habe. Genau. Also ihr findet dann oft in den Anleitungen auch so Zeichnungen. Ich habe da jetzt einfach mal eine Skizze gemacht. Hier, das soll das Rückenteil darstellen, was halt bis zu einer gewissen Höhe gerade hochgestrickt wird. Hier in dem Fall im Patentmuster. Und dann soll man ab einer gewissen Höhe jeweils beidseitig in jeder vierten Reihe 4x5 Maschen abketten. Ja, was heißt das jetzt, 4x5 Maschen in jeder vierten Reihe? Das bedeutet, dass wir genau auf der Hinreihe fangen wir an abzunehmen. Und zwar einmal hier 5 Maschen und dann am Ende 5 Maschen. Und dann in jeder vierten Reihe, und das insgesamt 4-mal. Das heißt, jede vierte Reihe, wenn ich dann hier angekommen bin, zähle ich, die Rückreihe wäre dann wieder Reihe Nummer 1. Rückreihe wäre Reihe Nummer 1, Hinreihe wäre Reihe Nummer 2, Rückreihe wäre Nummer 3 und die vierte Reihe wäre dann wieder eine Hinreihe. Das heißt, da nehme ich dann wieder jeweils 5 Maschen am Anfang und 5 Maschen am Ende ab. Und dieses Prozedere mache ich insgesamt 4-mal. So dass ich, wenn ich 4x5 Maschen abgenommen habe, habe ich ja auf der einen Seite 20 Maschen abgenommen und auf der anderen Seite 20 Maschen abgenommen. So viel bisschen zur Theorie. Ich stricke das aber gleich mit euch noch gemeinsam. Noch kurz, wenn es jetzt, das könnte natürlich auch heißen, ich meine, das steht jetzt nicht unbedingt bei euch in der Anleitung, das ist jetzt bei mir so. Wenn zum Beispiel da steht in jeder zweiten Reihe 2x5 Maschen und 2x6 Maschen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich auch wieder in der Hinreihe wird abgenommen. Einmal hier 5 Maschen am Anfang und 5 Maschen am Ende. In jeder zweiten Reihe bedeutet, ich stricke eine Rückreihe, 1, und dann in der zweiten Reihe wird dann gleich wieder abgenommen. Auch wieder jeweils 5 Maschen am Anfang und am Ende. Und dann auch noch danach noch 2x6 Maschen, das heißt wieder, ich stricke die Rückreihe und in der Hinreihe stricke ich einmal, nehme ich da 6 Maschen ab, am Ende 6 Maschen ab und nochmal in der zweiten Reihe einmal 6 Maschen am Anfang und 6 Maschen am Ende, sodass ich am Ende, also 2x5 Maschen sind 10, 2x6 Maschen sind 12, sind also insgesamt 22 Maschen, die ich jeweils am Anfang und am Ende abgenommen habe. Also ich kette jetzt in jeder vierten Reihe 4x5 Maschen ab. Ich befinde mich auf der Hinseite und nehme jetzt hier 5 Maschen ab. In diesem Fall ist das ein Patentmuster und die abgeketteten Maschen stricke ich einfach rechts links. Wenn ihr jetzt natürlich glatt rechts habt, würdet ihr einfach ganz normal auf der Hinseite rechte Maschen stricken. Und auf der Rückseite linke oder wenn ihr ein anderes Muster habt, halt dem Muster entsprechend oder wie es in der Anleitung beschrieben ist. Einfach nur so vom Prinzip, dass ihr das jetzt versteht. Also, ich stricke jetzt eine Masche rechts. Genau, hättet ihr jetzt glatt rechts, würdet ihr die nächste Masche auch rechts stricken. In diesem Fall ist es bei mir aber eine linke Masche, also stricke ich die auch links. Und kette jetzt ab, das bedeutet, ich gehe in die untere Masche rein und hebe die übere, die obere und habe jetzt eine Masche abgekettet. Das nächste ist bei mir eine rechte Masche, also stricke ich die auch rechts
und hier wieder die untere über die obere. So habe ich zwei Maschen abgekettet. Jetzt kommt bei mir eine linke Masche, die stricke ich links. Wie gesagt, bei glatt rechts einfach dann immer nur zwei rechte Maschen stricken und drüber heben und wieder eine rechte Masche drüber heben. So, 1, 2, 3. Dann eine Masche rechts und wieder drüber heben, 4. Und eine Masche links und wieder drüber heben, 5. So, jetzt habe ich hier auf der einen Seite schon mal 5 Maschen abgekettet. So, der Rest der Reihe wird dann dem Muster entsprechend weiter gestrickt. Wie gesagt, bei mir handelt es sich um ein Patentmuster und ihr strickt dann halt, was in eurer Anleitung steht. Und ich stricke jetzt hier einfach ein Patentmuster. In diesem Fall arbeite ich hier mit Umschlag und einer Masche links. Umschlag einer Masche links. Aber genau, da müsst ihr jetzt nicht drauf achten. Ihr macht das dann einfach eurem Muster entsprechend. Genau, strickt dann eure Maschen dem Muster entsprechend bis zum Ende der Reihe und dann müssen wir ja auf der anderen Seite auch noch 5 Maschen abketten, weil es heißt ja beidseitig, also auf beiden Seiten. So, ich bin jetzt gleich am Ende von der Hinreihe und wir können jetzt natürlich nicht die 5 Maschen von dieser Seite abketten. Das machen wir immer auf der Rückseite. Also ihr strickt einfach wirklich bis zum Ende der Reihe in eurem Muster. Die letzte Masche wird bei mir rechts gestrickt. Also wirklich bis zum Ende der Reihe stricken und beidseitig abketten. Dafür müsst ihr dann hier eure Arbeit wenden und auf der Rückseite sozusagen abketten. Und auch hier wieder 5 Maschen. Das heißt, hier ist eine linke Masche bei mir. Ihr würdet dann bei glatt rechts eine rechte stricken und dann wieder eine rechte und dann wieder die unterste über die oberste ziehen. 1. Hier ist bei mir im Patentmuster jetzt eine Doppelmasche, die ich links stricke. Bei glatt rechts würdet ihr wieder rechts stricken und die unterste rüber. 2. 3, die Doppelmasche stricke ich links, 4 und 5. So, jetzt habe ich beidseitig 5 Maschen abgekettet und das soll ich ja insgesamt 4-mal machen in jeder vierten Reihe. Ich zeige euch nochmal die Skizze. Wie gesagt, ich hatte jetzt hier in der Hinreihe am Anfang abgenommen, bis zum Ende gestrickt, dann gewendet und am Anfang von der Rückreihe auch 5 Maschen abgestrickt. So, und jetzt ihr ab jetzt wieder in jeder vierten Reihe, das heißt die Rückreihe zählt jetzt als Reihe Nummer 1, Hinreihe ist dann 2, Rückreihe ist 3 und dann befinden wir uns ja wieder in der Hinreihe. Das heißt hier stricke ich dann, kette ich dann wieder 5 Maschen am Anfang ab und 5 Maschen am Ende, in dem Fall auf der Rückreihe. Das machen wir jetzt nochmal kurz. Also jetzt, wie gesagt, in jeder vierten Reihe, das heißt, die Rückreihe stricke ich jetzt ganz normal bis zum Ende in meinem Muster. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich am Ende der Rückreihe bin. Ich bin jetzt am Ende der Rückreihe, hier habe ich dann in meinem Fall eine linke Masche. So, und dann wende ich wieder. Genau, und jetzt stricke ich normal rechts rück, also jetzt nehme ich nie ab, weil ja erst in jeder vierten Reihe abgenommen wird. Würde bei euch stehen, in jeder zweiten Reihe würdet ihr jetzt nach der Rückreihe und jetzt auf der Hinreihe wieder abnehmen. Aber ich stricke jetzt einfach ganz normal genau eine Masche rechts
und dann in meinem Patentmuster. Das mache ich jetzt einmal nochmal zurück, die Hinreihe. Dann drehe ich um und stricke dann nochmal eine Rückreihe zurück und dann wird wieder abgekettet. Und dann sehen wir uns dann wieder, also jetzt einfach hin und zurück und in der vierten Reihe sozusagen, wenn wir wieder abketten, dann zeige ich euch das nochmal. So, nachdem ich jetzt die Hinreihe zu Ende gestrickt habe und nochmal eine Rückreihe, bin ich jetzt wieder in der vierten Reihe, bin wieder auf der Vorderseite und kette jetzt wieder 5 Maschen ab. Also eine stricken, nächste Masche rechts, eine Masche abgekettet, 2, 3, 4 und 5. Dann strickt ihr wieder bis zum Ende der Reihe eurem Muster entsprechend. So, jetzt bin ich am Ende von der Hinreihe. Eine Masche rechts. Genau, und hier auf dieser Seite ketten wir immer auf der Rückseite ab. Also es wird immer am Anfang von einer Reihe sozusagen abgekettet, bei der Hinreihe am Anfang und bei der Rückreihe dann hier auch am Anfang. Und auch hier kette ich wieder meine 5 Maschen, die ich schon auch davor abgekettet habe, ab. Also einfach 5 Maschen abketten, eine Masche links, rechts, 1, 2, 3, 4 und 5. Auch hier habe ich jetzt wieder 5 Maschen abgekettet, also auf beiden Seiten ist jeweils schon 10. Und so geht es jetzt immer weiter. Dann strickt ihr wieder die Rückreihe ganz normal. Das ist dann Reihe Nummer 1, die Hinreihe wieder zurück, 2, dann wieder die Rückreihe, 3 und dann kommt wieder die vierte Reihe und dann wird wieder beidseitig abgenommen, so wie ich euch das gerade gezeigt habe. Und genau, und das macht ihr dann nochmal in der vierten Reihe und dann habt ihr insgesamt 4x5 Maschen abgenommen. Das mache ich jetzt nochmal und zeige euch dann das Ende. So, ich bin dann fertig und habe jetzt in jeder vierten Reihe 4x5 Maschen abgekettet und so sieht das Ganze jetzt aus. Da erkennt ihr auch, wo die Abkettpunkte waren, also hier am Anfang 1x, 2x, 3x und 4x. Es gibt hier so eine ganz leichte Stufe, die man aber später, wenn man das dann mit dem Vorderteil verbindet und zusammennäht, zum Beispiel mit dem Maschenstich, gar nicht mehr sieht. Genauso wie auf der anderen Seite haben wir ja auch insgesamt 4x5 Maschen abgekettet. 1, 2, 3, 4 und immer hier diese 5 Maschen abgekettet, sodass jetzt nur noch hier diese Maschen vom Mittelteil übrig sind und diese werden jetzt laut meiner Anleitung stillgelegt. Genau, das war das Abketten beidseitig in der Schulterschräge. Ich hoffe, das Video hat euch vielleicht ein bisschen weitergeholfen, wenn ihr auch mal an diesem Punkt in einer Anleitung seid. Und ja, bis ganz bald, eure Maschenmarie.